So, herzlich willkommen zur neuen Folge von Pokémon Go. Ja, es ist Dienstag, 17:58 Uhr. Wieder Rampenlichtstunde, 20. August. Heute mit Menki. Mein Go Plus Plus ist schon am Start. War heute Mittag schon kurz unterwegs und jetzt wird gezockt. Mit dem Bonus doppelte Verschickbonbons. Das heißt, ja, ich werde ein paar Legendäre verschicken. Frostpino. Ich habe letztens einen 98er Frostpino ausgebrütet. Ziemlich cool. Oh, ja, 17:59 Uhr. Ich weiß noch nicht, ob ich sie komplett spiele, die Rampenlichtstunde. Ich denke schon. Ein Shiny wäre auf jeden Fall Knorke nochmal. Und ansonsten ist es schon eine sehr sinnvolle Rampenlichtstunde. Hier nehme ich noch ein Pikachu mit. Denn, naja, Mankey bzw. die Entwicklung. Epitaph ist in der Liga eins der besten Pokémon. Also durchaus sinnvoll, da nach guten PvP-EV Ausschau zu halten. Ich habe schon sehr gute für die PvP, also für die Liga, habe auch schon 100er. Deswegen für mich nicht ganz so interessant. Aber ich hätte gern Shiny. Ich hätte gern ein gutes Shiny. 522, das ist auch gar nicht so schlecht. Ich sehe immer mehr Leute mit diesem Shiny Pikachu. Mann, Mann, ich will das auch. So, ich nehme hier kurz nur eine goldene wegen Zeitgründen. Hab mein Ho-Oh auch dabei mit Knurps. So, es ist 18 Uhr. Es geht los. Wir machen wieder Uncut heute. Qualität ist deswegen ein bisschen schlechter, aber immer noch in Ordnung. Kara leider nicht dabei, hat es zeitlich nicht ganz geschafft. Und ich denke hier, Mankey mit Go Plus Plus dürfte auch ganz gut zu fangen sein. Vorher noch ein Schlurbraid gemacht. Jo. Und ich habe auch schon eine Kampfentwicklung ready. 5000 Bonbons von Mankey habe ich schon. Will ich nicht wissen, wie viel ich jetzt hier am Ende habe. Und ich würde sogar sagen, ich mache den Palkia-Effekt an. Einfach damit ich ein bisschen was zu tun habe. Damit ein bisschen mehr abgeht. Aber ich mache den jetzt erstmal nur für 10 Minuten. Weil ist schon teuer. Und naja, nur für eine Rampenlichtstunde weiß ich nicht. Kann man schon machen. Aber ich bin jetzt nicht so heiß auf Mankey, aber es macht unglaublich Spaß, finde ich, mit dem Raumschlag, auch wenn es manchmal ein bisschen viel ist. Ihr seht schon. Das ist schon heftig. Ja, genau, das wollte ich noch sagen. Alter, es ist mir heute aufgefallen. Der Schnellfangtrick wurde nicht gefixt, aber wurde teilweise gefixt. Falls ihr euch wundert oder falls es bei euch nicht klappt. Ich habe mich heute auch gewundert, habe dann recherchiert. Anscheinend haben die wirklich was geändert. Der Schnellfangtrick klappt nicht mehr, wenn man nach unten zieht, sondern man muss halt wirklich so gerade ziehen. Ja, das war auch wieder anscheinend zu weit unten. Das heißt, es ist oft so, dass er fällt. Das ist richtig, richtig nervig. Ich hätte schon Angst, dass er komplett entfernt wurde, Gott sei Dank nicht. Man muss eher so seitlich bzw. nach oben ziehen. Unglaublich nervig. So, ich bleibe hier tatsächlich mal kurz stehen, weil hier so viel ist. Ich setze mich kurz auf die Bank hier. Hier ist wirklich gerade sehr viel. Alter, Leute, schaut euch das mal an. Das ist abnormal, wie weit man da schaut. What the fuck? 18:02 Uhr. Erster Shiny. Ah ja. Okay. Ja. Nehme ich. Okay. Alter, what the fuck? Krass. Ja, also da muss man sich jetzt ein bisschen umgewöhnen, konzentrieren. Ist schon nicht ganz so geil. Ich weiß gar nicht, es wär echt super frustrierend, wenn sie den ganz entfernen würden. Ich glaube, das würde echt für mich viel Spielspaß nehmen. Weil, ja, gerade bei jetzt hier so einer Rampenlichtstunde, wenn ich jetzt hier alle ohne Schnellfahrtrick fangen möchte, das dauert ja 10 Minuten mindestens. Das ist einfach, da kann ich schon wieder nach Hause laufen eigentlich. So, das wollte ich nicht. So, mein Go Plus Plus fängt hoffentlich auch gerade. Irgendwie merke ich das immer nicht. Und da gehen auch zwei Eier auf. Oh, geil. Ignivor, ein 2-Kilometer-Ei? Seit wann? Auf jeden Fall, Dynamo-Maximierung wurde auch angekündigt. Richtig cool. So. Ja, Ignivor könnte ich auch ein paar verschicken. Ja, während hier mein Go Plus Plus fängt, würde ich mal schon mal gucken. Frostpino, wobei die möchte ich eigentlich mit Kara tauschen, die zwei.
Ja, und das hier habe ich eben letztens ausgebrütet, voll heftig. Nee, die verschicke ich nicht, das tausche ich mit Kara. Aber ich habe natürlich noch einige legendäre. Zum Beispiel Voltolos. Da kann ich ja die, die sowieso im Tauschtag sind, eigentlich verschicken. Zack, zwei Bonbons. Zwei Bonbons. Und nochmal zwei. Dann habe ich, glaube ich, noch einige Ho-Os, ja, nicht ganz so viele. Lavados habe ich noch viele. Ich könnte eigentlich das erweiterte Verschicken anmachen, das mache ich kurz. Ich weiß gar nicht, wo das geht. Wo geht das? Erweitertes Verschicken. Ja. So. Die sind ja alle hier im Tag. Also ein paar werde ich noch aufheben zum Tauschen, aber ich werde schon einige verschicken. So. Wobei ich normale Lavados Candies eigentlich jetzt nicht unbedingt brauche. Glaube ich. So, verschicken. Ah, scheiße. Nachricht von meiner Mutter, Alter. Ist reingespawnt. Ja gut, das werde ich zensieren, denke ich mal, wenn ich dran denke. Aha, das braucht man eigentlich auch nicht hier. Okay. Ihr wisst Bescheid, wenn Leute kommen, bin ich wahrscheinlich wieder still. So, da kommen auch welche. Noch ein Schlurp. Jetzt habe ich gerade überlegt, soll ich Rayquaza verschicken? Ich habe noch einige schlechte Rayquazas von dem Raid Day. Oder war das ein Raid Day? Ne, von diesen, da habe ich hauptsächlich ferngeradet. Dieses Entschädigungsevent für die Top Raids. Das Ding ist, oh, da ist ein Eichhörnchen voll nah. Das wäre halt auch eigentlich was zum Tauschen, ne? Also, Rayquaza ist so ein krasses Pokémon. Nee, ich glaube, das gönne ich Kara. Da verschicke ich nichts. Ignivo habe ich halt auch einige. Boris habe ich nichts mehr. Necrozma habe ich natürlich noch einige zum Verschicken, aber da brauche ich nicht wirklich normale Bonbons. Höchstens XL und auch davon habe ich noch genug. Iveltal habe ich noch ein paar. Da brauche ich, glaube ich, auch keine Bonbons. Ich guck gerade mal mein Iveltal. Ja, wobei ein paar. Naja. Ja, aber ich habe halt nicht viele. Was gab es denn noch? Ich glaube, ich habe nicht viel zum Verschicken. Nicht viel, was sich lohnt. Ja, muss ja auch nicht sein, ne? Nee. Nee. Da gibt's nicht viel. Ja, dann belasse ich es mal so. So, jetzt haben wir ganz viele Mankeys. Hab auch heute wieder einen Beutel Plus gekauft. So, hier kriegen wir vielleicht sogar mal neue Showcases. Neue Feldforschungen. Ja, mache ich kurz noch ein Power-Up. Schon chillig. Ich laufe hier durch. Mein Go Plus fängt parallel. Ich chill hier. Ich habe halt hier, ich war jetzt in der Nacht einmal hier im Stadtpark. Dann nachher aufstehen mittags und jetzt nochmal abends. Hab also alle Pokestops schon super oft gedreht. Also ich krieg natürlich jetzt keine Feldforschung mehr. Außer dieser eine Stop da hinten jetzt, wo ich hingehe. Da kriege ich auf jeden Fall noch was. So, dran denken. Hochziehen. Ist wirklich ungewohnt. So. Ah lol, hier habe ich doch noch eine bekommen. Lohnt es sich, diese Power-Up-Quest mit 15 Power-Ups eine durchzuführen? Ich denke schon. Ich mache das für Pikachu. Ich möchte es in Shiny haben. Ich habe heute noch kaum gekämpft. Ich muss heute noch so viel kämpfen. Das wird alles super knapp. Ich werde heute die 100 Kämpfe auf keinen Fall schaffen. Vor allem nicht, ohne mich besiegen zu lassen. Voll schade, habe ich schlecht getimed.
bekomme heute aber auch spontan Besuch, also habe noch viel, hab noch viel vor, genau. So, erstmal Fokus komplett weg von Menki, perfekt. Okay, ich glaube, ich habe keine normalen Bälle mehr, oder? Sehr wahrscheinlich nicht, sonst würde er weiterfangen, oder? Ja, mies. Das ist nicht cool. Muss ich gleich mal klicken. So, jetzt habe ich hier noch eine. 5 Geschenke mit Sticker. Och Mann, dieser. Oh, das ist so ungewohnt mit dem Schnellfangtrick. Das ist ja unfassbar. Also ich werde jetzt auf jeden Fall hier mit den Superbällen fangen. Da habe ich ja mehr als genug von. Und dann laufe ich jetzt durch den Stadtpark, damit ich auch wieder ein paar Bälle bekomme, damit das Scout Plus Plus natürlich auch weitermacht. Okay. Beziehungsweise ich kann mal einen anderen Weg gehen, wobei dann bekomme ich keine Bälle. Nee, ich muss schon wieder in den Stadtpark rein. Weiß halt nicht, wie voll es da ist, wie gut ich da kommentieren kann. Palki-Effekt ist schon echt krass, ey. Das ist schon super weit. Oh, immer so eklig nach oben. Also das macht auf jeden Fall das. Oh, nice. Das nimmt schon ein bisschen Spielqualität, sag ich mal. Weil man jetzt da schon ein bisschen mehr Zeit braucht. Nicht nur gefühlt. Weil man eben ja, ein bisschen nach oben lenken muss. So, Menki auch einfach in fabelhaft zu werfen. Einfach fabelhaft zu werfen, wenn man sich darauf konzentriert. Was nicht meine Priorität ist. So. Okay. Da gehen die Bälle natürlich super schnell weg mit dem Plus Plus bei sowas. Okay. Ich glaube, ich mache mal eine Runde bewerten. Ja, ein paar Plätze habe ich noch. Okay. Ich brauche Bälle. Sehr viele. Sehr, 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 sehr viele. Aber ich denke, ich kann jetzt schlecht welche farmen. Weil das Go Plus Plus natürlich weiter fängt. Insofern ich Platz habe. Aber es dreht auch. So. Ja, doch, ich mache jetzt eine Runde bewerten. 503, beziehungsweise ich gebe erstmal ein 4 Sterne. Haha. Schade. Aber schon shiny, das ist schon heftig. So. Jetzt bin ich hier im City Park. 503 merken. Gucken wir mal. Also ich habe noch keinen Rang 1 Pokémon, Epitaph. Aber trotzdem sehr gute für sowohl Superliga als auch Hyperliga. Deswegen welche mit guten PvP-IV, möglich guten, hebe ich auf jeden Fall auf und bewerte die dann mit PvPoke. Aha. Aber natürlich würde ich auch ein erneutes 100er nehmen. Oder ein 98er. Würde ich vielleicht auch aufheben. Aus Flex. Ja, das Shiny wäre natürlich krass. Nee, bisher nichts Gutes. So, ich glaube, hier war ich. So, jetzt raselt, was jetzt raselt? Nee, jetzt regnet's Menki Bonbons, Achtung. Ich könnte mir auch ein paar aufheben fürs Tauschen. Vielleicht so über 1000 aufheben. Oder spawnen halt wilde über 1000. Bisher irgendwie noch nicht. So, hier ist irgendwie voll viel los gerade. Was ist denn hier los, Alter? Ich wurde auch gerade gegrüßt. Ich habe nur genickt so. Oh je. Ganz viele Rentner. Ja, das waren gerade 88 Menki Bonbons, Alter. What the fuck? Crazy. Habe ich wieder Bälle?
Ja, warum fängt mein Go-Plus-Cluster nicht? Manchmal hängt das ein bisschen hinterher. Ist ja auch viel. Okay. Ja, man merkt schon, der Palkia-Effekt ist weg. Das spürt man schon krass. Auf einmal spawnt fast nix. Ja, ist wirklich so. Digga, muss ich jetzt einen Rauch anmachen oder was? Was ist denn hier los? Auf einmal ist die Rammelstunde vorbei. Aber tatsächlich haben wir schon 18:14, das ist einfach schon Viertel. Krank. Es geht halt so schnell. Eine Stunde ist echt wenig. Aber ich habe gehört, Niantic möchte für Raid-Stunden möchte das ein bisschen länger machen, möchte da 2 Stunden, glaube ich, draus machen. Das ist cool, das wäre schon cool. Weil für Raids ist es ja noch schlimmer. Da ist eine Stunde wirklich fast gar nichts. Morgen ist Raid-Stunde. Ab morgen Xerneas ist im Raid. Möchte ich mit Kara auf jeden Fall spielen. Ein paar Raids machen. Da fehlt mir noch ein gutes und natürlich auch noch ein Shiny. Ich überlege jetzt, den Pike-Effekt nochmal anzumachen irgendwie. Ich gebe, glaube ich, ab 900 auf für Kara. Wenn sie schon nicht spielt, dann vielleicht per Tausch was Gutes. So, warum spawnen denn jetzt hier so wenige? Also ein bisschen wenig gerade. So, da kommt wieder eine. Raus da. Wo sind die Venki? Okay. Das muss ich auch wieder cutten. Ja, das ist blöd. Das ist echt blöd. Ich weiß nicht, wie man das ausschalten kann, dass die Nachrichten nicht in den Bildschirm reingehen. Oh Mann. Voll beschissen. Warum ist denn jetzt hier so viel los, Alter? Lass mich doch mal in Ruhe. Also wie gesagt, es kann sein, dass ich die Rammelstunde nicht ganz spiele. Und das Video entsprechend auch nicht ganz eine Stunde geht. Mal gucken. So. Oh, ich glaube, ich mache den Palki-Effekt nochmal an. Weil gerade ist irgendwie so wenig hier. Das fühlt sich dann an wie Zeitverschwendung. So, an der Stelle hier kommen immer relativ viele. Ja, ich mach den noch einmal an. Kostbarer sind eher die Bonbons, die Palkia-Bonbons. So, danach mache ich ihn nicht nochmal an. Hä, das war nur gut? Okay. Ist das ungewohnt, dieser neue Fangtrick. Ich hoffe, Schilling macht da auch ein Video zu. Muss er eigentlich. So, normal laufe ich hier gar nicht lang. Aber hier sind manchmal ein paar mehr Spawns. Ja, es geht. Da bellt mich mal jemand an. So, da kommt ein Jogger. Achtung. Wilde Jogger unterwegs. Ein Grabbit. Ein Grabbit im Raid. So, sorry, da war wieder jemand. Okay. Ach scheiße, wieder Fangtrick verkackt. So, ich gehe jetzt wieder zurück. Ich brauche Stops. Oh Mann. Ah.
Oh je. Ich weiß nicht, ob sich jetzt alle gedacht haben, Dienstag 18 Uhr, Nico nimmt auf, uncut, lass mal die Aufnahme versauen. Wirkt aber ein bisschen so. Okay. Und wieder back im Stadtpark, am Stadtpark. So. Dann bewerte ich nochmal. Schön fabelhaft. Naja, da braucht man schon, Angriff muss da schon auf 0 oder 1 sein, damit das Rang 1 wird. Ich kann gleich mal gucken, welchen Rang ich überhaupt habe. Also in der Superliga ist es nochmal besser als in der Hyperliga, was weiß ich auf jeden Fall. Oh, jetzt sind die genau da an dem Weg, da kann ich nicht vorbei. Digga, umzingelt von Menschen. So, 5er Ei. Oh ja. Weiß gar nicht, ob ich da schon ein besseres hab. Oh, das ist so nervig mit den Leuten. Ja, ich glaube, ich gehe sogar schon zurück. Mein Go++ kann dann halt nicht mehr viel fangen, muss ich dann halt händisch machen. Boah, das ist schon, also ein bisschen triggert es mich schon mit dem Fangtrick, dass der jetzt schwerer geworden ist. Das war so easy. Brudi. Sind hier viele, was ist denn hier los? Sag mal, ich meine, klar, die Leute wollen mich sehen. Ich bin ja Fame. Nee, Bullshit. Hm. Nervig. Aha. Ja, vielleicht hebe ich sogar ab 800 auf. Vielleicht kriegt Kara irgendein nices noch. Glückstausch oder so. Ach, das Go++ ist auch betroffen von der Range. Das ist cool. Ich dachte, der fängt trotzdem nur die näher sind halt. Aber auch der hat eine erhöhte Fangreichweite. So. Dann gehe ich da vorne links wieder zurück. Ja, dann spiele ich hier nur eine halbe Stunde oder so. Aber ey, immerhin schon shiny. Ich meine, ich brauche es ja wie gesagt nicht. Ne? Hab da ja eigentlich alles, was ich haben möchte. Außer jetzt ein Shando. Ja, wenn hier so viele Leute unterwegs sind, habe ich da halt nicht so viel Bock drauf. Da spare ich mir dann die halbe Stunde vielleicht, die ich dann lieber für Kämpfe noch nutzen kann. Das bringt viel Sternstaub. Das ist super sinnvoll. So. Dann gehe ich hier mal vorbei.
So. Gib mir doch nochmal ein grünes. Das Grüne ist ja schön. Ich versuche möglichst viele jetzt mal ohne das Plus-Plus zu fangen, damit ich mir Pokebälle spare für die Heimfahrt. Das ist nicht so einfach. Ja, die Bälle muss ich dann wieder reinholen, irgendwie mit drehen. Heute Nacht oder morgen. Aber ich habe auch keine Geschenke geöffnet. Da kriegt man ja auch viele Bälle. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach parallel, während das GoPlus die dann auch wieder verwendet. Ja, mache ich. Alter, dieses Wetter ist so geil. Diese gedämpften Temperaturen. So angenehm. Wir haben uns, glaube ich, so, keine Ahnung, 22 Grad oder so bewölkt. Genial. So macht's wieder Spaß. Okay. Zum Wochenende wird's wieder wärmer. Aber nicht mehr ganz so schlimm, wie es mal war. Berg hoch. Ja, hier ist nichts dabei. Es wäre geil, wenn man auch so eine erweiterte Reichweite für Pokestops noch hätte. Das fände ich noch krass. So. Ja, wir haben noch nicht mal 1000 Bonbons gemacht. Ja. Naja. War trotzdem ganz cool. Ich fahre jetzt noch ein bisschen im Roller rum. Ja. Vielleicht noch ein Raid, wenn ich irgendwo einen finde. Beziehungsweise ja, das Kryptofelino da hinten, das mache ich noch. Aber das kann ich leider nicht mehr in die Folge reinhauen. Denn das ist ja Uncut. Und das würde ich gerne am Heimweg machen mit dem Roller. Jo. So. Wer weiß, vielleicht fange ich ja noch ein Shiny. Aber das Video würde ich trotzdem gleich mal beenden. Puh. Okay. Ja, öffnen wäre vielleicht auch nicht schlecht hier. Hier spawnen immer sehr viele. So, bin auch schon bald beim Roller. Eigentlich müsste jetzt hier explodieren an Spawns. Ah, die Algeffekt, Palki-Effekt ist vorbei. Hier ist auf jeden Fall ein Ort, wo immer sehr viele spawnen eigentlich. Mein Schuh macht komische Geräusche. Ich habe irgendwas aufgesammelt. Irgendein Blatt klebt da dran. Aber warum auch immer. Yeah.
Ja, ich hab den Trick eh wieder verkackt. Hab vorhin noch, jetzt gerade mit Kara, 3 Stunden Minecraft aufgenommen. Wenn ihr wüsstet, bei wie vielen Folgen wir schon sind, wir wissen es selber nicht, aber das ist absurd. So. Ich habe vorhin überlegt, ein XXL Menki, wenn man das entwickelt, so Epitaph, könnte das in den Showcases aufräumen? Ich glaube nicht, oder? Sonst hätte man es bestimmt schon mal gesehen. Und wenn ich jetzt hier auf ein normales Epitaph gehe, ja, 1,36, das ist nicht groß. Hier seht's, Rang 22 für Superliga und 18 für Jupiliga. Das ist schon sehr gut. So, da waren wieder Leute. So, ich muss nur daran denken, diese zweimal zu zensieren, wo was eingeblendet wurde. Das war einmal bei fast genau Minute 15 und einmal sehr weit am Anfang. So. Okay. 43 Bälle, ist noch nicht schlecht. Ja, da kann ich schon noch einige fangen. Jetzt, wenn ich im Roller ein bisschen rumcruise noch. Ich sehe meinen Roller, da ist er, der gute Alte. Ja, ihr werdet dann in der nächsten Folge sehen, falls ich dann doch noch was Krasses gefangen habe. Es sei es ein Shiny, ein 100er oder gute PvP-EV. Das werde ich euch dann zeigen. Aber dieses Video lasse ich jetzt erstmal so stehen. Und tauschen werde ich auch noch. So, ich bin beim Roller. Kein Shiny mehr anscheinend. Ja, dann danke fürs Zuschauen, wer es wirklich ganz angeschaut hat. Und ansonsten auch Dankeschön. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dann und ciao. Ja, nice. Kommt hier noch ein Pummel? Ja, haben wir ein schlechtes. Okay, bis dann.